Er ist der bekannteste Judoka der Welt und der mächtigste Mann Russlands. Er ist der reichste Häftling Russlands und der bekannteste Absteiger der Welt. Wladimir Putin ist in feinster Form. Michail Chodorkowski auf dem Tiefpunkt seiner Karriere. Flammen direkt hinter den Kremltürmen. Die kaiserliche Manege stürzt in sich zusammen. Es ist Wahltag. Ein böses Omen für Moskau, für Russland, für Chodorkowski oder Putin? Michail im Affenkäfig, so sagt man auf Russisch. Der Milliardär, der die Macht herausfordert. Sein Ölimperium Yukos verbrennt, er selbst steht vor Gericht. Geschlagen aber gibt er sich nicht. Die Entscheidung fällt hier, im Kreml. Die Entscheidung, den reichsten und den erfolgreichsten Unternehmer des Landes zu verhaften. Die Häscher haben zugeschlagen. Ganz eilig wollen sie nun ihre milliardenschwere menschliche Beute an den hochsicheren Bestimmungsort bringen. Dieser berühmt-berüchtigte Knast in Moskau heißt, als wäre er ein Seemannsheim, Matrosenruh. Für lange Zeit wird Michail Chodorkowski von der Außenwelt abgeschottet. Medienauflauf um seinen Anwalt. Er soll den Milliardär aus dem Gefängnis holen. Das, was ich gesehen habe, lässt zu 100% den Schluss zu, dass es sich hier um ein politisch motiviertes Verfahren handelt. Betrug, Steuerhinterziehung, Bildung einer kriminellen Vereinigung wirft ihm der Staatsanwalt vor. Die Beweise sind eher dünn. Seine Verhaftung löst eine internationale Schockwelle aus. Russland auf dem direkten Rückmarsch in die Sowjetzeit, lautet überall dieselbe Frage. Von Paris bis Dubai, von New York bis Tokio kennt jeder auf einmal den Namen Chodorkowski. Der Ölpreis schnellt nach oben, Börsenkurse stürzen ab. Michail Chodorkowski ist der einzige Sohn des Chemieingenieurs Boris Moiseyevich und seiner Frau Marina Filipovna. Die Chodorkowskis sind eine jüdische Familie. Das kann alles nicht wahr sein. Ein derartig offenes und großes Unternehmen zu zerstören, ihn dazu noch einzusperren, da muss man schon krank im Kopf sein. Ich wusste genau, dass er sich von mir verabschieden wollte. Ich habe das gespürt. Wir hatten ein Fest bei uns zu Hause. Als er gehen wollte, kniete er vor mir nieder, verabschiedete sich, sagte: Auf Wiedersehen, Mama. Ich sagte: Ich bring dich zur Tür. Er schaute mich an und sagte: Nicht nötig. Chodorkowskis Verbündete im Kreml signalisieren eine baldige Freilassung. Die größten Unternehmer des Landes müssten nur den Präsidenten treffen. Eine Illusion. Es wird keine Treffen und keinen Deal geben. Die Arbeit der Sicherheitsorgane darf nicht beeinflusst werden. Ich fordere dringend, die Spekulationen und die Hysterie zu beenden. Die Regierung hat sich in diese Angelegenheit nicht einzumischen. Westsibirien, Russlands Schatzkammer.
Am Ufer des Stroms Ob liegen die größten Ölreserven des Landes. Hier pumpt der Yukos-Konzern jede fünfte Tonne des russischen Öls aus dem Boden. Ein Milliardengeschäft dank der hohen Weltmarktpreise. Im Yukos-Imperium sind mehr als 100.000 Menschen beschäftigt. Mit zunehmendem Einsatz westlicher Technik gelingt es Chodorkowski, aus Yukos einen hochprofitablen Konzern zu schmieden. Er drückt die Förderkosten, presst deutlich mehr Öl als die Konkurrenz aus jedem Bohrloch. Yukos, die Erfolgsstory in ganz Osteuropa. Michail Chodorkowski ist selten auf Inspektionsreisen in Sibirien. Schaut er einmal an Festtagen auf den Ölfeldern vorbei, gibt sich der Milliardär leger. Die Erdölindustrie ist für Russland die wichtigste Einnahmequelle. Es geht um Erlöse von 75 Milliarden Dollar pro Jahr. Kein Wunder, dass auch der russische Präsident am Öl hängt. Es schmiert auch seine Karriere. Denn wenn Preis und Produktion top sind, kann er Wohltaten verteilen als kluger, guter Zar. Warum sollte es dann neben ihm eigentlich noch einen Ölprinzen geben? Den Sohn der Familie Chodorkowski. Marina Filipowna deckt den Kaffeetisch. Allein. Hier protzt niemand. Hier ist typische russische Gemütlichkeit. Wir sind zu ihnen nach Hause eingeladen, als erstes ausländisches Fernsehteam. Die Mutter erzählt aus der Schulzeit ihres Michail. Nicht ohne Stolz. Michail ging in die 10. Klasse. In der 7. war der Chemielehrer krank geworden. Die Schule hatte keinen Ersatz, also sollte Michail die Stunde geben. Der Direktor wollte hören, wie das klappt, und lauschte an der Tür. Kein Laut. Was war los? Nun, Michail hatte sie alle ruhig gekriegt. Kinder muss man dazu erziehen, dass sie die Heimat lieben. So haben wir auch Michail erzogen. Die Menschen und die Heimat lieben. Die Geldbörse ist nicht das Wichtigste. Die Alma Mater von Chodorkowski. An der Moskauer Mendelejew-Universität studiert er Chemie. Er schließt mit dem roten Diplom des Einserstudenten ab. Es sind im wahrsten Sinne des Wortes explosive Mischungen, die Chodorkowski im Studium zusammenbraut. Sein Spezialgebiet sind Sprengstoffe. Der Umgang mit Sprengstoff lehrt Akkuratesse. Akkuratesse und Vorsicht. Mischa hatte einen guten Kopf. Aber ich habe ihm doch nur eine 2 gegeben. Er hätte nämlich noch besser sein können. Derweil in Leningrad schlägt Wladimir Putin einen ganz anderen Lebensweg ein. Er kommt aus keiner Akademikerfamilie, arbeitet sich hoch und studiert schließlich Jura. Dann heuert er beim Geheimdienst, beim KGB an und wird als Spion nach Dresden geschickt. Wir sind jetzt in den 80er Jahren. Die ehemalige KGB-Zentrale in der Hauptstadt Sachsens. In Dresden sei ihre glücklichste Zeit gewesen, sagt später Ehefrau Ludmilla. Dort waren sie fern von den Wirrnissen, aber auch von den Chancen der Perestroika. Dagegen erlebt Moskau einen Perestroika-Rausch. Reformer auch in der Regierungszeitung Izvestia. Als Wirtschaftsjournalist interessierte mich brennend, was da aus grauem Sowjetgestein herauswuchs. Damals lernte ich Chodorkowski kennen. Gorbatschow hatte Kooperativen erlaubt, per Gesetz. Kluge Leute machten private Banken auf. Das stellte die Wirtschaft des Landes auf den Kopf. Es ist die Zeit des Geldes. Minatip heißt die Privatbank, die Chodorkowski Ende der 80er Jahre gründet. Mit Konten von Ministerien und hochverzinsten Staatsanleihen wird er reich. Aber auch Hunderttausende von kleinen Sparern vertrauen ihm ihr Matratzengeld an. Chodorkowski lockt mit hohen Zinsen. Die Russen sind vom Börsenfieber angesteckt. Selbst in die Fernsehnachrichten finden die Aktienkurse Eingang. Nach 70 Jahren Kommunismus erteilt nun der Kapitalismus erste Lektionen. Russland wird privatisiert. Ein Land im Umbruch.
Die Schere zwischen Arm und Reich klafft weit auseinander. Während die alten Russen betteln, zelebrieren die sogenannten neuen Russen ihren Reichtum. Es war wohl Ende der 80er. Chodorkowski erzählte mir, was für ein wunderbares Auto ein Volvo sei. Er habe sich gerade einen gekauft und es gäbe keinen besseren. Riesigen Spaß habe er damit. Chodorkowski war eine eigenartige, aber für die damalige Zeit typische Mischung aus neuem Unternehmer und einem Vertreter des alten Sowjetsystems. Beides gleichzeitig in einer Person. Ein Stadtschlösschen in der Moskauer City. Chodorkowskis Menatep-Bank hat hier ein würdiges Domizil gefunden. Alles neu-alt, alles vom Feinsten. Oben residiert der Jungbanker, knapp 30. Über erste Finanzkrisen lächelt er nur milde. Er hat soeben für einen Spottpreis einen staatlichen Ölkonzern ersteigert. Yukos. Und dabei Väterchen Staat kräftig übers Ohr gehauen. Spurensuche in der Provinz. Hier soll ein Generaldirektor aus der Gründungszeit von Yukos leben. Doch Sergei Warkentin wirkt nicht gerade wie ein Wirtschaftsmagnat. Er ist Straßenfeger. Doch mit ihm als Strohmann, als Generaldirektor, sparte Yukos Steuern. Eine damals übliche Praxis in Russland. Ich war der Chef von 11 Firmen. Dann wurden die Unternehmen plötzlich aufgelöst. Der Staatsanwalt hat einen Schrank voll mit Ordnern. Habe ich selbst in Moskau gesehen. Für mich steht fest, Chodorkowski ist an allem schuld. Sankt Petersburg in den 90er Jahren. Im Rathaus der Metropole an der Neva ist der ehemalige KGB-Agent Wladimir Putin untergeschlüpft. Er ist Stellvertreter des demokratischen Bürgermeisters Sobchak. Doch als dieser stürzt, steht Putin plötzlich ohne Job da. Während Chodorkowski in dieser Zeit Milliarde auf Milliarde häuft, stolpert Putin, so scheint es zumindest, durch das neue Russland. Doch er fällt nicht, oder besser gesagt, er fällt weich. Sein nächster Arbeitsplatz ist der Kreml. Nicht ganz oben, sondern als ein Verwaltungsbeamter des Präsidenten Jelzin. Chodorkowski dagegen steht schon fest in der Reihe der Reichsten und Mächtigsten. In der Reihe derjenigen, die der damalige Präsident braucht, um seine Wiederwahl zu finanzieren und denen er deshalb das Familiensilber Russlands ausliefert. Jelzins Russland, Wild Ost. Bereichert euch, ruft der Präsident. Wer lässt sich das schon zweimal sagen? Spielt mit? Na klar, gesetzt wird auf Pump, gescheffelt aber wird in die eigenen Taschen. Kapitalismus im Casino-Stil. Der Einsatz dieser Glücksritter kommt allemal vom bankrotten Staat. Rien ne va plus, erklärt der. Und deshalb verscherbelt Russland seine Wirtschaftsunternehmen und seine Rohstoffe für schnelles Geld. Das haben Oligarchen wie Chodorkowski und werden unermesslich reich dabei. Gewinner eben. Und das sind die Verlierer. Sie haben ihr Geld den neuen Banken anvertraut und sind von denen beklaut worden. Die cleversten überleben, Chodorkowski an der Spitze. Ölgigant privatisiert, heißt es in dem Werbefilm von Yukos. Zum Schnäppchenpreis von 350 Millionen Dollar übernimmt Chodorkowski den hochverschuldeten Konzern. Binnen weniger Jahre ist Yukos milliardenwert. Ein 40 Milliarden Dollar fester Händedruck. Yukos übernimmt Sibneft, ist nun die Nummer 3 weltweit. Auf Augenhöhe mit den Multis. Wir denken, dass unsere nun vereinigten Ölkonzerne womöglich das beste Potenzial in ganz Russland haben. Chodorkowski im Zenit seiner Macht.
Er finanziert Ferienlager für Jugendliche. Neue Zivilisationen heißen diese patriotischen Paradiese. Fahnenappell und Nationalhymne entsprechen dem Zeitgeist im neuen Russland. Denn Präsident Putin ermutigt die Oligarchen zu sozialem Handeln. Die Reichsten müssten teilen lernen. Nun gilt es als schick und nützlich, sich als Mäzen zu geben. Aus Räuberkapitalisten werden Patrioten. Die Jukos-Flagge und die russische Trikolore nebeneinander. Er wolle Teamgeist und Kameradschaft entwickeln, begründet Chodorkowski sein Engagement. Es gehe ihm darum, eine Elite zu fördern, die die Zukunft Russlands in die Hand nehmen könne. Dieser Mann im gelben Poloshirt hat es bereits nach ganz oben geschafft. Die Besten sind für Chodorkowski auch in der Politik gerade gut genug. Anatoli Jermolin ist Abgeordneter des russischen Parlaments. Der Chodorkowski-Angestellte war bis vor kurzem Mitglied der Putin-Fraktion in der Duma. Ein Diener zweier Herren, die sich bald bis aufs Messer bekämpfen. Sie bestellten uns Parlamentarier in den Kreml und sagten, für uns ist es kein Geheimnis, dass mächtige Wirtschaftskonzerne hinter euch stecken. Aber wer von euch nicht begreift, auf welcher Seite er zu stehen hat, soll sich genau den Fall Jukos anschauen. Das sagten sie wörtlich. Die Kreml-Clique hat die Macht in ihren Händen konzentriert und ist dabei, diejenigen zu vernichten, die bislang Russland modernisiert haben. Dabei geht diese Clique ganz erfolgreich vor. In der Duma arbeiten für Chodorkowski eine Reihe von Lobbyisten, auch mit Geheimdienstvergangenheit. Jermolin war Offizier der Eliteeinheit Wimpel. Der kommunistische Abgeordnete Alexei Kandaurov, Generalmajor des KGB. Er arbeitete zuletzt als Sicherheitschef für Jukos. Ich bin kein Oligarch. Mit 26 war ich bereits Mitglied der Kommunistischen Partei. Davor bei der Jugendorganisation Komsomol. Ich bin also ein Linker. Chodorkowski wusste das und hatte damit keine Probleme. Jukos war in Fragen der Politik nie ideologisch festgelegt, war immer tolerant. Ihr Büro, Wladimir Wladimirowitsch. Wladimir Putin ist neuer russischer Präsident. Noch keine 50, mit Auslandserfahrung in Deutschland und einer, der in St. Petersburg als Liberaler galt. Eigentlich der ideale Partner für Chodorkowski, ebenfalls ein Modernisierer. Jukos ist nicht nur zum modernsten, sondern auch zum größten Ölkonzern Russlands aufgestiegen. Und das ist auch die Botschaft, die Chodorkowski überall verbreiten lässt. Jukos als einzigartiges Erfolgsmodell. Eine Firma, die weltweit mitmischt, ganz im Stil der US-Multis. Es ist schon ein Unterschied, ob man ein Unternehmen leitet, das $1 Milliarde kostet oder eines im Wert von 20 Milliarden. Das verändert den Menschen. Und so hat Chodorkowski später, wenn er sich mit mir traf, schon jedes Wort sehr genau abgewogen. Er hatte sich immer unter Kontrolle. Gut, wir waren alte Bekannte, trotzdem wussten wir beide, er spielt nun in der Weltliga. Früher war er ein Einzelkämpfer, nun auf einmal ein gut vernetzter Global Player. Wie haben Sie sich gefühlt, als Ihr Sohn immer reicher wurde? Schlecht. Ich hatte Angst, dass ihn das Geld verdirbt. Gott sei Dank war das nicht der Fall. Aß, was er immer aß. Natürlich musste er sich besser anziehen, wenn er ausländische Geschäftspartner traf. Aber sonst blieb er ganz normal, nichts Besonderes. Die Mutter irrt. Ihr Sohn Michael kennt kein Normalmaß. Er fordert den Kreml heraus.
Im Katharinensaal, in der Runde der Oligarchen. Geschätzte 100 Milliarden Euro sitzen an diesem imperialen Tisch. In diesem Kreis greift Chodorkowski an. Das Duell beginnt. Mit leiser Stimme geißelt er Korruption und Bereicherung im Staat. Zugegeben, wir alle haben damit angefangen. Deshalb könnte man auch auf uns einprügeln. Aber irgendwann, jetzt, muss man einen Schlussstrich ziehen. Wir haben das mit Ihnen ja bereits diskutiert. Auch Ihre Gesellschaft drückte sich um Steuern herum. Unserer Meinung nach muss man bereit sein, sich von zwielichtigen Figuren zu trennen. Korruption ist ein schwer nachweisbares Verbrechen. Trotzdem gibt es Fälle, die völlig offensichtlich sind. Sie meinen das Unternehmen Rosneft. Ja, der Aufsichtsrat sollte sich dazu äußern, erklären, was da wohl vorgefallen ist. Aber Rosneft ist ein Staatskonzern, dessen Ölreserven einfach zu klein sind, der seine Ölreserven vergrößern muss. Dagegen andere Ölgesellschaften haben übergroße Reserven, darunter Yukos. Wie sie daran gekommen sind, darüber wollen wir in dieser Runde reden. Der Kampf um Geld und Macht ist erklärt. Die 100 Milliarden Euro sitzen wie erstarrt. Direkt gegenüber dem Kreml residiert der von Chodorkowski angegriffene Rosneft-Konzern. Das Staatsunternehmen steht als einziger Ölproduzent in Russland uneingeschränkt unter der Kontrolle des Kreml und unter seinem Schutz. Und Putins graue Eminenz, Igor Sechin, auch er ein Geheimdienstler, wird in wenigen Monaten sogar Aufsichtsratschef bei Rosneft werden. Putins Mann fürs Grobe spielt bei der Zerschlagung von Yukos offenbar eine zentrale Rolle. Offiziell ist er stellvertretender Leiter der Administration des Präsidenten. Das klingt harmlos. Diese Behörde ist aber tatsächlich die Schaltstelle der Macht und der Intrigen. Moskauer Gerüchte. Sechin soll am Telefon die Kaltstellung von Chodorkowski geplant haben. Ein paar Tage Gefängnis würden den Ölbaron schnell weich machen. Und man müsse ihn jetzt stoppen, weil er einen Abgeordneten nach dem anderen kaufe. Bald gehöre ihm das ganze Parlament. Ein Gesprächspartner soll der Vorstand von Rosneft gewesen sein. Genau der, den Chodorkowski in der Kremlrunde so angegriffen hatte. Die Echtheit der Telefonate ist nicht verbürgt. Aber in Russland gehören kompromittierende Nachrichten zur Politik. Und die Treibjagd auf Chodorkowski hatte tatsächlich begonnen. Vor den Toren Moskaus. In diesem Internat gibt Chodorkowski 160 Waisenkindern eine Ausbildung. Surfen im Internet ist Unterrichtsfach. Jeder Schüler hat einen Laptop und PC. Die Privatschule ist eine der besten in Russland. Chodorkowskis Eltern betreuen das Internat und wohnen nebenan. Diese Kinder sind mir ans Herz gewachsen wie mein eigener Sohn, sagt Mutter Chodorkowski. In diese Idylle dringen die Ermittler der Staatsanwaltschaft vor. Sie haben es auf den Server des Internats abgesehen, suchen belastendes Material gegen Yukos und Chodorkowski. Sie brechen Türen auf, sind bewaffnet, tragen Kampfuniform. Der Krieg ist erklärt. Chodorkowski ruft nach der Hausdurchsuchung die Weltpresse zusammen. Der reichste Mann Russlands steht unter Schock. Chodorkowski spürt, dass Putin aufs Ganze geht. Beide wollen längst alles oder nichts. Die Razzia hatte nur einen Zweck, nämlich mir Angst einzujagen. Ich verstehe bloß eines nicht. Warum bedroht man Kinder, wenn man mich einschüchtern will? Ich bin doch immer greifbar und habe auch nicht vor, ein politischer Flüchtling zu werden. Ich lasse mich nicht aus dem Land werfen. Dann sollen sie mich einsperren. Politische Emigration kommt für mich nicht in Frage.
Und darüber lasse ich auch nicht mit mir handeln. Es geht nun Schlag auf Schlag. Nur wenige Tage später wird Chodorkowski verhaftet und eingesperrt. Neben Schwerverbrechern beherbergt das Gefängnis Matrosenruhe nun auch einen Milliardär. Als ich von seiner Verhaftung erfuhr, dachte ich gleich an meine Schwiegertochter Inna. Bin sofort zu ihr gefahren. Wir Älteren sind moralisch stärker, haben schließlich schon einiges durchgemacht. Sie saß mit ihren drei kleinen Kindern zu Hause. Da musste ich doch hin. Chodorkowski schirmte sein Privatleben stets vor der Öffentlichkeit ab. Dieses rare Heimvideo zeigt ihn mit seinen Kindern und seiner zweiten Frau Inna. Es entstand kurz vor seiner Festnahme. Ist das Fleisch gut? Den Zwillingen schmeckt's. Dann stößt die Milliardärsfamilie an, mit Cola. Wenn wir Michael im Gefängnis besuchen, müssen wir in eine Kabine. Wir sind von ihm durch eine Glaswand getrennt. Es gibt nur einen Telefonhörer. Wir sind aber zu zweit. Also muss einer von uns versuchen, die Wörter von seinen Lippen abzulesen. Die Szenen sind turbulent. Jedes Mal, wenn Chodorkowski zum Ermittlungsrichter gefahren wird. Durchhalten, durchhalten, rufen seine Anhänger. Nur kurz bekommen sie ihn zu Gesicht. Dann wird er ins Gericht geschleift wie ein gemeingefährlicher Mörder. Jetzt russischer Häftling, gestern noch internationaler Topmanager und Großaktionär. Während Chodorkowski hinter Gittern sitzt, nimmt der Druck auf seinen Yukos-Konzern zu. Der Fiskus fordert auf einmal Milliardensummen aus längst abgeschlossenen Geschäftsjahren. Im Foyer des Yukos Towers ein Plakatwettbewerb, das selbstironische Motto »Zurück in die Sowjetunion«, der Kapitän führt uns von Sieg zu Sieg. Doch der ist nicht mehr an Bord. Chodorkowski не планирует возвращаться в компанию. Это, в принципе, Chodorkowski hat nicht vor, ins Unternehmen zurückzukehren. Das hat er so vor längerer Zeit entschieden. Unsere Aufgabe ist es, den Konzern zu retten. Es gibt deshalb keinen Plan, Chodorkowski zurückzuholen. Die internationale Finanzwelt blickt mit Staunen und Entsetzen nach Moskau. Kann man noch in Russland investieren, fragt sich die Wall Street. Chodorkowski hat ein weltweites Netz von Top-Beratern gesponnen. Einer von ihnen, Stuart Eisenstadt, ehemals US-Vizefinanzminister. Für ihn ist der Fall klar. Their courts are increasingly controlled by judges who are beholden to the Kremlin. Die Richter folgen mehr und mehr den Anweisungen aus dem Kreml. Die Gerichte in Moskau sind Instrumente des Kremls. Sie legen die Gesetze willkürlich aus. All das zusammen macht eines klar: dass es im Fall von Michael Chodorkowski um große Politik geht. Für Chodorkowski ergreift auch Otto Graf Lambsdorff Partei. Bei den Verhandlungen über die Entschädigung für ehemalige Zwangsarbeiter lernten sich Eisenstadt und Lambsdorff schätzen. Erfolgreich warb der Amerikaner den Deutschen für den Russen an. Es ist ein selektives Verfahren, das heißt, gegen ihn wird vorgegangen, wegen Vorwürfen aus den 90er Jahren. Ob die berechtigt sind oder unberechtigt sind, kann ich nicht beurteilen. Aber viele andere, die sich auf genau die gleiche Weise verhalten haben, die ebenfalls reich geworden sind in dieser Zeit, sagenhaft reich, gegen die wird nicht vorgegangen. Und es ist ganz eindeutig, nachdem Chodorkowski erklärt hat, er werde politische Parteien vor der Duma-Wahl unterstützen, die gegen Präsident Putin antreten. Seitdem das geschehen ist, ist er verhaftet worden und ist dieses Verfahren in Gang gekommen. Bis zum Sommer 2004 zieht es sich zäh hin. Der Prozess von Moskau. In diesem Gericht wird gegen Chodorkowski verhandelt. Seine Eltern besuchen jeden Termin. Ein faires Verfahren?
Anträge der Verteidigung lehnt die Richterin gewöhnlich ab. In Moskau ist von Telefonrecht die Rede. Will heißen, der Kreml erteilt der Justiz Anweisungen. Die Fotografen und Kameraleute haben einen frustrierenden Job. Öffentlichkeit unerwünscht. Rechtsstaatlichkeit geknebelt. Nur ein Gericht kann die Schuld eines Menschen feststellen. Bis dahin gilt die Unschuldsvermutung. Das ist auch die Meinung der Staatsanwaltschaft. Das Gesetz sieht als Höchststrafe für solche Delikte 10 Jahre vor. 10 Jahre. Mehr können wir ihm leider nicht geben. Und dann die Polemik. Wie viele Menschen haben vergangenen Monat ihre Renten wegen Chodorkowski nicht pünktlich bekommen? Das waren mehr als 49 Millionen. Wie sollen sie überleben und sich ausreichend ernähren, wenn die Reichen keine Steuern zahlen? An allem Elend schuld, der reichste Mann Russlands. Seine Firma Yukos und ihre Geschäftspartner stehen unter ständigem Druck. 150 Mal tauchen Staatsanwälte und Polizei zu Razzien auf, stets bewaffnet. Böse Zungen sprechen von der Moskauer Maskenshow. Im Firmenturm fällt Business as usual schwer. Die angeheuerten ausländischen Topmanager harren dennoch aus. Yukos hat unter den Ölmultis die niedrigsten Produktionskosten weltweit. Wir fördern das Fass Öl zu 1,54 Dollar. Vielleicht ist Saudi-Arabien noch billiger. Sicher bin ich da aber nicht. Auch Frank Rieger kann eine Krise nicht so leicht erschüttern. Bevor er zu Yukos kam, war er für Sanierungsfälle in Ostdeutschland zuständig. Bei Yukos ist der Deutsche Chefcontroller. Ob es ein Feldzug von Herrn Putin ist, das mag ich nicht einzuschätzen. Aber der Eindruck entsteht durchaus, dass es in dem Fall Yukos durchaus um die Neubewertung der Eigentumsverhältnisse in Russland geht, dass es um die Abstrafung Kreml-unfreundlicher Opponenten geht und dass es letztendlich darum geht, das Unternehmen den jetzigen Eignern zu entreißen. Was ich Ihnen mit Sicherheit sagen kann, wir werden die Eigentümerrechte stärken. Wir werden ein System entwickeln, das die Interessen von Eigentümern und Investoren schützt. Wir werden die marktwirtschaftlichen Reformen fortsetzen, die demokratischen Institutionen festigen, die Parteien, das Wahlsystem. Dazu bekämpfen wir Korruption und Kriminalität. Das führt am Ende zu einem günstigen Investitionsklima. Unsere Partner verstehen schon, dass wir zuverlässig sind. Über den Dächern von Moskau residiert die Ratingagentur Standard & Poor's. Jelena Anankina ist die Analystin, die das Rating für Yukos festlegt. Zuletzt hat sie Yukos Zahlungsunfähigkeit bescheinigt. Tiefer geht es nicht. Was passiert, wenn die Gläubiger kurzfristig ihr Geld zurückverlangen? Das müssen wir bei unserem Rating doch beachten. Denn auch wenn die Ölpreise hoch sind und gewaltige Summen in die Konzernkassen gespült werden, Yukos hat nicht mehr genügend Kapital, um all diese Forderungen gleichzeitig zu erfüllen. Ich denke, dass Präsident Putin die Energieindustrie as a way of projecting. Präsident Putin hält den Energiesektor für den Schlüssel, um der Staatswirtschaft die Vorherrschaft zu sichern. Russland ist der zweitgrößte Ölproduzent auf der Welt. Putin und der Kreml wollen die Kontrolle über Pipelines und Gas- und Ölvorkommen. Der Kreml will all das an sich reißen. Alles soll wieder zurück zum Staat. Dass Yukos privat ist, dass Yukos andere Pipelines als der Kreml bauen will, dass Yukos schließlich zur Nummer 1 wurde, all das macht eines deutlich. Die Anklagen gegen Chodorkowski sind politisch motiviert. Musik
Viermal in der Woche wird gegen ihn seit August 2004 verhandelt. Dass er gegen die gelenkte Justiz verliert, ist Chodorkowski wahrscheinlich seit langem klar. Er kann aber dennoch moralisch gewinnen, wenn es ihm gelingt, seine Gegner bloßzustellen. Die wollen sich über seinen Konzern hermachen, endlich die Milliarden kassieren. Da ist Gazprom, staatlicher Monopolist und größter Gasproduzent der Welt. Gazprom möchte ins Ölgeschäft, ist aber knapp bei Kasse. Gazprom soll den Kern von Yukos übernehmen, empfiehlt die Deutsche Bank und stellt sich gleich an die Spitze eines Konsortiums, das Gazprom 10 Milliarden leihen will. Ausgerechnet die größte deutsche Bank will an einer Wiederverstaatlichung gut verdienen. Und warum sollte dieser Deal nicht auch Politikern gefallen? Bei so viel deutsch-russischer Freundschaft muss man das annehmen. Der Kanzler betont immer wieder, wie verlässlich Russland Energie nach Deutschland liefert. Und sowohl Wladimir Putin als auch Gerhard Schröder liegen die Interessen großer Wirtschaftsunternehmen besonders am Herzen. Doch dann platzt der schöne Plan. Käufer, Finger weg. Die geplante Versteigerung sei unrechtmäßig, warnen die Yukos-Besitzer. Und sie bekommen Flankenschutz aus den USA. Ein Gericht in Houston urteilt, keine Versteigerung, solange die Rechte der Aktionäre nicht geprüft worden seien. Wer sich dennoch an dem Geschäft beteiligt, kann in den USA bestraft werden. Der Anwalt der Deutschen Bank mag sich öffentlich nicht äußern. Und nach dem Spruch des Gerichts bekommen die Deutschen kalte Füße. Plötzlich fehlen dem Kreml die Milliarden für das Ölgeschäft. Putin lässt tricksen. Die völlig unbekannte Baikal Finanz ersteigert das Herzstück von Yukos, weit unter Wert, wie in den wilden 90ern. Und ebenfalls wie in den wilden 90ern ist Baikal Finanz nur ein Strohmann. Die Stadt Twer, angeblich Firmensitz der Baikal Finanz. Doch wer sie hier sucht, stößt nur auf eine Wodka-Spelunke. Baikal hat hier nicht einmal einen Briefkasten. Bei diesem windigen Geschäft treffen wir einen alten Bekannten, Igor Sechin. Der Vertraute Putins schickte die Strohfirma Baikal ins Rennen. In Moskau ein offenes Geheimnis. Pikanterweise ist Sechin auch Aufsichtsratschef des staatlichen Konzerns Rosneft. Und der kauft sofort nach der Auktion Baikal. Nun kontrolliert der Kreml den neuen Ölgiganten, ist endlich am Ziel. Von Rosneft wird nun der russische Ölsektor gesteuert. Wen stört da schon der Schaden? Der viel höhere Preis ist, glaube ich, der Verlust und das Verlust des Ansehens russischer Wirtschaftspolitik, der Verlust des Ansehens an Investitionssicherheit und an Glaubwürdigkeit. Und da gibt es ja nicht nur westliche Stimmen. Sehen Sie sich an, was Andrei Ilajolov dazu gesagt hat. Sehen Sie sich an, was der Wirtschaftsminister Hermann Greff dazu gesagt hat. Die warnen ja seit längerer Zeit, aber offensichtlich ist eben die KGB-Truppe im Kreml so stark, dass diese Warnungen keine Rolle spielen. Liberale Ökonomen gegen KGBler. Im Kreml lenkt der Geheimdienst nicht nur die Politik, er programmiert auch die Wirtschaft. Andrei Ilarionov ist Putins oberster Wirtschaftsberater, national wie international. Bei der Intrige gegen Yukos spielt er nicht mit. Für ihn ist Yukos die Affäre des Jahres. Es ist das Geschäftsgebaren von Fallspielern. Der Staat spielt mit gezinkten Karten. Das sind heute die Methoden. Die Preisfrage ist, wie finanziert der Staat den Kauf von Yukos? Die Antwort ist klar. Wir, die Bürger, werden dafür bezahlen. Seinen Freund Putin behelligt der Kanzler nicht mit Yukos und Baikal Finanz. Journalisten sind nicht so diskret. Насколько мне известно, акционерами этой компании являются исключительно. Soweit ich weiß, sind die Aktionäre der Baikal Finanz ausschließlich natürliche Personen. Это лица, которые. Es sind Personen, die seit langem im Energiesektor arbeiten. Бизнесом в сфере энергетики. Dem Kanzler bleibt bei Yukos zunächst der Ton weg.
Diese Frage ist ein innerrussisches Problem. Der Präsident hat zu Recht darauf hingewiesen. Und jeder Versuch, das zu einer Frage der deutsch-russischen Beziehungen zu machen, wird scheitern. Putin ist mit dem Kanzler zufrieden. Und bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau hat er den Namen Baikal schon wieder vergessen. Wie heißt die Gesellschaft nochmal? Baltische Baikal. Ja, Baikal Investitionsgesellschaft. Sie wissen doch alle, wie bei uns die Privatisierungen Anfang der 90er Jahre liefen, wie Schlupflöcher genutzt wurden. Geschäftsleute bekamen damals milliardenschweres Staatseigentum geradezu nachgeworfen. Heute dagegen setzt der Staat wieder seine Interessen durch. Absolut legal und marktwirtschaftlich. Ich halte das für völlig normal. Die Botschaft: alles zurück zum Staat. Anfangs war das ohne Zweifel ein politischer Fall. Dann stellte sich jedoch heraus, dass man nebenher mit dieser Politik noch ganz gut verdienen konnte. Das zog natürlich Interessenten an. Ein paar Milliarden sind ja kein schlechtes Geld. Sie sagten sich, wir haben eine politische Aufgabe gelöst und wir sind nebenher noch reich geworden. Geht es hier wirklich um Staatsinteresse? Ich glaube, nein. Dahinter steckt eine kleine Gruppe von Privatpersonen. Die neue politische Klasse auf der Überholspur zum Reichtum. Die Geheimdienstler sind wieder da. Und der größte Oligarch in Russland ist jetzt ganz sicher der Kreml. Michail Khodorkovsky will politisch weiterkämpfen, auch aus dem Gefängnis heraus. Ich mache mir schon lange keine Sorgen mehr um mein Eigentum. Man wird mich in allen Punkten schuldig sprechen. Vielleicht behaupten Sie auch noch, ich hätte die Manege angezündet. Russland ist jedoch schwerer Schaden entstanden. Bei uns wird es noch lange dauern, bis Recht und Gesetz respektiert werden. Erst danach kann im Land eine unabhängige Justiz entstehen. Das wird noch ein schmerzhafter Prozess. Von ihm werden jedoch alle profitieren. Richter, Staatsanwälte, vor allem aber die Gesellschaft. Michail Khodorkovsky hat sich nicht unterworfen. Das ist der moralische Triumph des Mannes im Affenkäfig. Der Oligarch ist allerdings besiegt, sein Konzern Yukos zerstört. Wer ist als Nächster an der Reihe in Putins Russland?